Es ist Montag, der 6. Januar 2014. Hausach liegt an der Schwarzwaldbahn und mit seinen etwa 6000 Einwohnern ist heute im Fokus der Eisenbahnfreunde. Hausach ist heute der Start einer Parallelfahrt mit mehreren Dampflokomotiven in den Schwarzwald. Im Laufe des Vormittages werden drei Dampfzüge in Hausach erwartet. Der Dampfzug der Eisenbahnfreunde Zollernbahn trifft als erster Zug in Hausach ein. Er ist gestartet in Rottweil und wird von der Güterzuglokomotive 58311 gezogen. Da der Bahnhof auch für den Durchgangsverkehr benutzt wird, werden die Personenwagen im ehemaligen Güterbahnhof abgestellt. Hier im ehemaligen Güterbahnhof sind noch genügend freie Gleise. Hier werden die Dampflokomotiven gewartet und die Tender der Loks mit Wasser und Kohlen befüllt. Auch die Ulmer Eisenbahnfreunde haben einen Dampfzug für die heutige Parallelfahrt auf die Reise geschickt. Der Ausgangspunkt der Schnellzuglokomotive 01150 war Mühlacker und die Anreise ging über Karlsruhe, Offenburg nach Hausach. Eine Lokomotive der Baureihe 01 hat viele Bewunderer und kaum kommt sie zum Stehen, ist sie auch schon eingerahmt von einer großen Menschenmenge. An einem solchen Tag werden oft hunderte von Fotos erstellt. Doch viel Zeit steht den Fans nicht zur Verfügung, denn die 01150 benötigt auch noch Wasser für die Fahrt in den Schwarzwald. Thank you.
Ja, wir sind jetzt natürlich noch mit Hauptgange, dass wir wieder laufen, aber wir sind also wieder da, dass wir das nicht sehen. Obwohl ich das mal wieder so viel reinbringen kann. Aus Stuttgart kommt ein weiterer Dampfzug der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. Dieser Zug wird gezogen von zwei Dampflokomotiven. Das ist die Güterzuglokomotive 52-75-96 und die Tenderlokomotive 64-419. Auch die beiden Loks parken ihre Personenwagen auf einem Abstellgleis und fahren zum Restaurieren ihrer Vorräte in den ehemaligen Güterbahnhof. Jetzt heißt es Wassermarsch. Die früher in Hausach vorhandenen Wasserkräne an den Bahnsteigen gibt es schon lange nicht mehr. Heute kommen meistens noch ein Hydrant und ein alter Feuerwehrschlauch zum Einsatz. Die 52-75-96 hat schon genügend Wasser getankt. Als nächstes geht es weiter zum Kohlenfassen. Das Beladen des Tenders mit Kohlen erfordert heute eine Speziallösung. Bei der 58-311 wird gerade das Fahrwerk überprüft. Wichtig ist, dass alle Schmierstellen einen genügenden Ölvorrat für die Bergfahrt haben. Die 58-311 besitzt ein Dreizylinder-Triebwerk und hat somit ein Innentriebwerk. Dieses Innentriebwerk hat so seine Tücken und erfordert einen sehr hohen Wartungsaufwand. Diese schlecht zugänglichen Innentriebwerke waren früher von den Personalen gehasst. Für eine solche akrobatische Arbeit war nicht jeder Heizer geeignet. Zum Schluss wird die 64-419 aufgerüstet. Aufgrund ihres geringen Fassungsvermögens ist es besonders wichtig, dass genügend Wasser und Kohlen mit an Bord sind. Der Rost wird noch einmal von der Schlacke befreit und danach wird es Zeit, sich wieder in Richtung Bahnhof zu begeben. In einer halben Stunde soll die Parallelfahrt beginnen und jetzt müssen die Personenwagen wieder an den Bahnsteig rangiert werden.
Schweren Herzens müssen wir die 58311 hier in Hausach zurücklassen. Ein Schaden an der Wasserpumpe bedeutet das aus. Eine nicht einwandfreie funktionierende Lok im Schwarzwald bedeutet in den meisten Fällen einen Ausfall der Lok. Im zweiten Teil gibt es Parallelfahrt pur. Ich würde mich freuen, Sie dort wieder anzutreffen.